Gut, wir verlassen mal diese also Räume. Schutzräume kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Erstmal gehen wir zur Employee Daycare. Kann ich hier noch irgendwas aktivieren? Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Aperture Bringer. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Aperture Bring Your Daughter Back to Work Day. Die haben aber lange Speicherkapazität, diese Kartoffelbatterien. Hier kann man nichts mehr lesen. Eine weitere Kartoffelbatterie. Da funktioniert die Lampe wohl nicht mehr. Ist schon interessant. Ich gucke mir jetzt wahrscheinlich 40... Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Ach, wirklich hier. Originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ja. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Wieso habe ich das Gefühl, das ist von uns? Was haben wir denn hier? Wieder eine Kartoffelbatterie. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Okay, das ist keine normale Kartoffel. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja. Die Kartoffeln sehen irgendwie eklig aus. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Wheatley geht mir gerade dezent auf die Nerv. Da geht's eh nicht lang. Warum hat man da einen Gang hingebaut? Okay, hier lang. Neurotoxin Zeus. Warum auch immer man dafür noch ein Schild braucht. Okay, das Schild ist vielleicht doch gar nicht so unnötig. Eieieiei. Ich überlege, ob ich eine Aufnahmepause machen soll. Ich habe immerhin schon etwas länger aufgenommen. Nee. Ich möchte jetzt wissen, was noch passiert. Ich möchte noch... Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch ganz nah am Ende. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist Warum haben wir so viel Nervengift? Da schauen wir am besten mal nach. Da oben ist so eine Art Kontrollraum, da schauen wir am besten mal nach. Wheatley, deine Pläne sind immer die besten. Ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh, die Armen. Werden die nicht verbrannt? Oh, die Armen. Die Armen. Ah, machst du auch gut. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir... Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay, legen wir los.
wahrlich anfangen, Phase. Ach, da schwätzt er einen auf also mich ein. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Oh mein Gott, bis der gehackt hat. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel... Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? In case of inclusion, look directly at inclusion. Alles klar. Platte hält das Ding zusammen. Ist noch irgendwie. Die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt. Stifte etwa. Warum gibt's ja Laserfläche? Wir kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung. Kontrolleinheit herzustellen. Mein Freund, ich bin der Nervengiftinspektor. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalte dich mal eben ab. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Es wird immer weniger. Mach weiter. Okay, ich hab's verstanden, aber wieso kann man hier auf einmal bewegende Portale gemacht? Nervengift bei 0%! Ja! Warte! Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlichen Bereich? In case of a blue look directly at the blue. Jetzt weiß ich, verstehe ich, wofür das Schild war. Oh! Gescriptet! Damit habe ich nicht gerechnet! In case of inclusion, look directly at inclusion! Ich habe das Ding verstanden. Oh. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es! Das ist spitze! Ach du Schande. Wir haben ein bisschen zu frech. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Es geht noch weiter runter. Wir müssen bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird sie umhauen. Die weiß es gerade hier schon. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Hoch, wo bist du denn? Geh zu ihr, ich komme nach. Ja, dass da eine Kreuzung ist, damit hat man halt nicht gerechnet, ne? Als Computer, der die Anlage kennt, seit dem Buch. Ah, bin da rausgekommen, alles klar. Gut zu wissen, hier sieht mal wieder alles sehr einladend aus. Es hat so ein bisschen was von einem Mond. Da gerade hier noch hin. Einfach gemacht. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary Key unlocked. Alles klar. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Scheiße. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Scheiße. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone.
Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Ah, nicht schon wieder. Auch was auf in den Kampf. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Nicht nötig. Au, au, au. Ich hasse dich so sehr. Zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Bitte was? Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh doch, schließ den kleinen Blödmann an. Wag nicht, ihn anzuschließen. Los, schließ mich an. Tu es nicht. Hör nicht auf sie, tu es. Tu es. Fast geschafft, schließ mich an. Schließ ihn nicht an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Indy, sie ist beides. Beides unwirklich. Das klingt mir zu vernünftig. Okay, ich will raus. Trödel nicht rum, stöpsel mich ein. Tu es nicht. Ich will die Gespräche miteinander. Oh, was machen die nur? Ich weiß. Schließ mich an. Nicht anschließen. Oh, der Port sieht gemütlich aus. Wieso schließt du mich nicht an? Tu es nicht. Ich kann die nicht mehr loslassen. Ich muss Trödel nicht rum, stöpsel mich ein. Tu es nicht. Ich darf auch noch ein paar Runden einfach so. Oh, was machen die nur? Ich weiß. Schließ mich an. Okay, wir wieder nicht raus. Anschließen. Ich muss. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! Pad entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Ausleihen-Pad-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pad-Auflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drin! Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Brauch einen Knopf? Ich glaube, sie lügt. Hat Mitarbeiter. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. In Notfallsituation bin ich dazu stimmt, berechtigt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Also du bist unbedingt auf den Knopf, dass ich auf den Knopf drücke und du... Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens... Beide Sachen mache ich so an dir, deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Ich bin auch so wortgewandt. Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur aus. Eine echte so Problemlösungsexpertin, die einfach nur Knöpfe zum Draufdrücken braucht. So bescheuert einfach nur. Entschuldige, wenn ich nochmal dazwischenfunke. Aber wenn du die Taste nicht drückst, sind die Nervengiftdüsen wieder online. Und dann wird sie dich bis oben hin damit abfüllen. Ich bin süchtig danach. Ich will dich nicht hetzen. Denk einfach mal darüber nach, wenn du einen Augenblick der Muße findest. Ach, scheiß drauf, ich drücke es nicht. Ich habe eine super Idee. Drück auf jeden Fall den Knopf. Ich muss jetzt nicht ein Portal setzen, oder? Doch. Taste! 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 Drück die Taste! Das ist nicht so leicht. Drück die Taste!
Drück endlich die Taste. Nerv nicht. Taste. Ich glaube, das ist die Taste. Drück die Taste. Drück die Taste. Drück endlich die Taste. Wheatley, Klappe. Drück die Taste. Drück die Taste. Hat gelöst. Taste. Okay. Zurück zur Kerntransplantation. Und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird? Hände weg von mir. Nein, stopp, nein. Oh, irgendwie ist es nicht gut. Nein. Oder ist es gut? Nein.